Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Iron Harvest. Wir sind quasi in der letzten Folge damit geendet, dass wir über diese Brücke hier drüber müssen. Das kriegen wir aber wohl nicht hin, weil da sehr viele gegnerische Einheiten sind und deswegen müssen wir jetzt erstmal eine Basis aufbauen. Und das werden wir jetzt tun. Interessanterweise, wobei... Wären mehr Polanier so entschlossen wie meine Männer, hätten wir längst gesiegt. Für Befehle. Besser, wir haben zu viel, als zu wenig. Eigentlich ist es ein Sekundärziel, aber wir müssen das ja bauen, um das überhaupt zu erreichen. Gut. Ich sammle mal schnell hier die Sachen ein. Weiß nicht, steht hier irgendwo noch eine Einheit von uns rum? Ich glaube nicht. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich hier und da nochmal zurückgehen soll. Warte mal. Das hatte ich doch schon gemacht, das letzte Mal. Ich habe doch hinten schon die Sachen erobert. Oder veräppelt mich das Spiel da gerade richtig hart? Weil im Hauptmenü bin ich einfach auf Weiterspielen gegangen. Und ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass ich genau da aufhöre, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Ja, jetzt habe ich das. Jetzt gehört es nämlich mir. Davor hat es nämlich nicht mir gehört. Gut. Dann bitte ich die Kollegen mal. Am besten bauen die hier hinten die Basis auf. Ich glaube, das ist auch der Ort. Was ich tatsächlich noch nicht gecheckt habe. Wie rotiert man Gebäude? Das weiß ich immer noch nicht. Ich muss mal kurz nachgucken, ob das hier irgendwo steht. Rotieren, rotieren, Gebäude rotieren, Einheiten auswählen. Gruppen, Spielinterface. Nö. Kann man Gebäude nicht rotieren? Q und E, das ist aber die Kamerasteuerung. Das habe ich eben außerdem schon probiert. Das ist ja blöd. Naja, gut. Wurscht. Pack's einfach das da oben. Ja, die Folge hier, die wird heute für mich so ein bisschen Entscheidungs... Tag, Grundlage, wie auch immer man das nennen will. Was können wir für Sie tun? Falls ihr euch noch erinnert, ich bin so ein bisschen unzufrieden mit dem Spiel. Hier und da gibt es einfach so ein paar Sachen, die ich, was heißt nicht tolerieren kann, aber eigentlich nicht tolerieren will. Das fängt dabei an, dass die... KI teilweise wirklich sackenblöd ist und das stört mich einfach. Das ist vielleicht es ist fiese Kritik, nee, eigentlich nicht. Es ist halt einfach so. Und das nervt mich. Das reißt mich immer wieder, ich sag mal, aus der Immersion raus, dass ich hier in einem wirklich gefährlichen Krieg agiere. Und letztendlich habe ich hier aber ein paar Dummbatzen, die sich überhaupt nicht dafür interessieren, ob sie jetzt beschossen werden oder nicht. Und sowas, ne? Also das ist irgendwie, das passt für mich einfach aktuell gerade nicht so richtig zusammen. Deswegen, ich will mal gucken, wie es heute weiterläuft. Wenn heute die Folge gut läuft, mache ich auf jeden Fall noch mal weiter. Aber ich werde heute quasi entscheiden, am Ende der Folge, wie es mit diesem LP weitergeht. Also es macht ja schon Spaß, aber es sind einfach teilweise gerade die KI, die reißt mich immer wieder raus. Deswegen kann es sein, dass es heute die letzte Folge ist. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Gucken wir mal. Gucken wir mal. So, wir sollen hier erstmal diese Teilgebäude fertig bauen. Das haben wir getan. Du fängst einfach schon mal an. Ich werde mir jetzt gleich den einen oder anderen Soldaten mal schnappen. Wie geht's weiter? Und nach hinten durch jagen. In der Hoffnung, dass ich hier schnellstmöglich noch ein paar Minen holen kann. Ich hoffe, dass da jetzt nicht so viele Einheiten stehen. Das sieht gut aus. So. Wie kann ich Polania dienen?
Die werde ich jetzt einfach mal nur zur Verteidigung verwenden. Schützen stehen bereit, um für die Republik zu eine weitere Pumpe für Polania. Jede Aufgabe zählt. Ihr baut hier mal ein paar Sandsäcke hin. Nein. Ihr sollt hier die Sandsäcke bauen. So, Madame, und du gehst jetzt mal weiter und holst mal noch ein paar von den Minen. Hätte ich das halt vorher gewusst, hätte ich ihn natürlich schon früher erobert, aber gut, das weiß halt nicht. Was gibt's? Und ihr macht dasselbe. Ihr geht mal hier runter. Auf dem Weg. Na schön. Kann sein, dass ihr die Dame eh unterstützen müsst. Ich weiß nicht, wie viel Gegner da auflauern. Na, siehste, habe ich ja gesagt. Also da sind auf jeden Fall Gegner. Pump schön weiter, kleine Pumpe. Oh Gott. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwie ein Zeitlimit habe oder ob da jetzt irgendwie dann anfangen... Will Onkel Lech wirklich, dass wir auf unsere eigenen Leute schießen? Dass der Gegner anfängt zu marschieren, ich weiß es nicht. Okay... Warte mal. Bring den Kollegen mal hier schnell rüber. Wir machen die weg. Die Gegner. Neues Sekundärziel erhalten. Kanone bereit für Befehle. Verbessere deine Gebäude. Oh, guck mal, jetzt können wir endlich mal was verbessern. Ich habe mich tatsächlich gefragt, wann das irgendwann mal passiert. Unsere Kaserne wird jetzt bereit für den Bau von Panzereinheiten. Das ist teuer. So, dann gehen wir mal zusammen die Truppe da vorne ausschalten. Die haben wir dann vor allem aus dem Rücken raus. Ich weiß nicht, ob die irgendwann vielleicht noch angreifen. Aber das ist mir wichtig. So. Wo sind sie? Keine Ahnung, keiner zu Hause. Gegner! Und zwar eine Menge! Wo? Da! Weiter! Alles klar! Wir stehen unter Beschuss! Sehr schön, ist ein guter Winkel zum Feuern. Granate! Oder auch nicht. Dachte ich zumindest. Ich hatte keine Heilung! Ja, doch. Nur vorsichtig sein, dass er nicht drauf geht. Sehr gut. Die hätten wir. Ach guck mal, Ressourcengebäude kann ich jetzt auch verbessern. Entwickeln wir diese Mine. Guck mal, heute die das Spiel hat gemerkt, dass es mir das bieten muss. Kann ich jetzt auch bessere Max bauen? Ah ne, die konnte ich noch nicht upgraden. Warte mal, da warte ich aber mal einen Moment, bevor ich das dann das Geld anderweitig ausgebe. Ich will bessere Max haben. Das hört sich doch gar nicht so verkehrt an. Aufgepasst! Hier ist ein Gegner! Warte mal. Baut doch mal schnell. Ah, verdammt. Ich habe meinen Onkel noch nie so wütend erlebt. Du musst verstehen, er ist ein Kriegsheld. Er ist es nicht gewohnt, angezweifelt zu werden. Jetzt erobern die das zurück. Neue Rekruten. Komm, dann... Zwei Soldatentrüppchen nochmal mit. Und dann gehen wir das hier mal schnell wieder zurückerobern. Wir gehen hier rüber. So. Ja? Bin gleich da. Angriff. Schützen sind bereit, die Heimat zu verteidigen. Ja?
Und ihr könnt mal kurz noch hier hinten hingehen und das Zeug einsammeln. Das liegt nämlich die ganze Zeit auch ungenutzt rum. Das macht ja auch nicht so viel Sinn. Was brauchen Sie? Aha, auf mehrere Gegner gesichtet. Jetzt greifen sie aber überall an, ey. Feindliche Einheit gesichtet. Bin unterwegs. Deckung kann nie schaden. Hier unten stehen sie. Einzunehmen. Ja, relativ viele, ey. Ich hab sie im Visier. Ich nehme sie ins Visier. Lasst uns welche übrig. Bereit machen am Feuer. Ich würde sagen, wie wär's mal, wenn er anfangen würde zu feuern? Wäre vielleicht nicht verkehrt. Ja, das müsste aber eigentlich. Wird die jetzt gelangt haben. Mach ich so, was auch immer uns weiterhilft. Ihr könnt aber tatsächlich mal beigehen dann und euch die besseren Waffen holen. Das passt schon. So. Hier bitte noch den Rest aufsammeln. Und danach den hier. Werkstatt hier. Ihr wird nicht gefaulenzt. Da nochmal eine Kanone. Oh, jetzt rasten sie aber gerade komplett aus, ey. Wie sollen wir nach Alt? Feindliche Einheit gesichtet. Schnappt euch die Granaten. Der Feind versucht, unsere Pumpe zu erobern. Neue Befehle für uns? Granaten. Mehrere Gegner gerichtet, verteidigen. Wie kann ich helfen? Die werden jetzt ganz schön aufmüpfig, ey. Wir werden alles geben. Bereit zur Zielerfassung. Grenadiere in Bereitschaft. Mehrere Gegner gesichtet. Wir haben unsere Ölpumpe verloren. Okay. Okay. Lol. Der auch wieder, das ist sowas, das stört mich so unfassbar. Der, weißt du, der Zug steht einfach sackenblöd die ganze Zeit weiter rum, das interessiert ihn überhaupt nicht. Ist ihm so egal. Da macht doch diesen. Oh Gott. Einfach draufhalten. Da. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Scheiße. Okay, das ist nicht so gut, was hier gerade passiert. Gott sei Dank nur so ein Flammenwerferfutz. Komm, jetzt greif auch den an. Was brauchen Sie? Das kann ich machen. So. Der ist auch kaputt. Oh, das hat richtig gezielt. Jetzt brauche ich tatsächlich mal hier ein paar unterschiedliche. Ach, guck mal, Sanitäter. Unterschiedliche Einheiten. Und zwar eine ganze Menge. Noch nö. Ja gut, aber wenigstens haben wir hier genug Soldaten, um gegenzuhalten. Kann ich da jetzt endlich mal irgendwie Stacheldraht hinbauen? Das geht wahrscheinlich nicht. Ne, kann ich nicht, oder? Ne, natürlich nicht. Ich glaube, hier unten muss ich irgendwie so einen Außenposten hinsetzen. Braucht jemand Hilfe? Okay, sie kommt immer wieder. Alles wird gut. Die schießen auf uns. Wie geht's weiter? Greift die da oben an. Der Feind versucht, unsere Mine einzunehmen. Ist irgendwas kaputt? So, also jetzt bauen wir einfach mal eine große bunte Mischung. Kanonenbiss
aus allen möglichen. Lasst uns mal. Was brauchen Sie? Na gut. So, die können wir jetzt mal heilen. Ich hoffe, das klappt soweit. Die Feinde Polanias zu zerschmettern. Panzerbrecher hält sich bereit. Bringt sie in Stellung. Also jetzt haben wir hier so ein paar Kanönchen. Versucht auch mich aufzuhalten. Reparier das mal. Jetzt könnte ich halt irgendwie noch ein paar von diesen... Von den, ich weiß nicht, wie diese Punkte heißen, aber die sind halt, Unterstützungspunkte könnte ich jetzt mal gebrauchen. Wir sind hier, um zu helfen. Hey, kann nicht geheilt werden, die junge Dame. So, Leute, ihr geht jetzt mal davor, lasst euch mal zusammenflicken. Neue Rekruten. Wie sieht der Plan aus? Und das können wir mal aufheben, das Zeug. Und das hier, wobei, warte mal, das hier können wir mal reparieren. Das haben wir in 0, nichts repariert. Was brauchen Sie? So. Ich mach mich auf den Weg. Gut. Wir haben momentan leider nur eine. Ich würde töten, um mal wieder meine Beine ausstrecken. Eine Truppe Ingenieure. Oder Pioniere, wie auch immer sie hier genannt werden. Das ist ein bisschen wenig eigentlich, aber gut. Geht jetzt gar nicht anders. So, wir haben das jetzt geupgradet. Was können wir jetzt bauen? Ah, guck mal. Jetzt ist auch dieses Limit höher geworden. Was haben wir denn da? Artillerie-Mech. Haben wir noch? Ein Mech-Jäger. Rüstungsdurchschlag, mobiler Bunker. Das hört sich ganz interessant an. Mach mal einen davon mal. Als erstes. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt, das haben wir in 0, so, der wird auch repariert. Also gegen Infanterie habe ich, glaube ich, genug. Gegen gepanzerte Ziele habe ich eigentlich gar nichts. Wir gehen jetzt mal da unten ein bisschen aufräumen. Ich will diese Basis da weg haben, die nervt mich. Die kommt da jetzt weg. Das sollte ja auch hoffentlich lang. So, die Sanitäter gehen als erstes in den Kampf. Clever. Halt euch mal selbst. So. Können die sich selbst heilen tatsächlich? Das finde ich sehr witzig. Praktisch zugleich. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Sehr gut, ja, das geht. Wir sind hier, um zu helfen. Gut, dann fallt ihr mal ein bisschen zurück. Ich hol euch dann später ab. So, dann ist das jetzt meine Einheit zum Kämpfen. Das hier ist meine Einheit zum Reparieren bzw. zum Heilen. Braucht jemand Hilfe? So, das hier ist die 2. Das hier wird die 1. Bin unterwegs. Mit der wird jetzt erstmal vorgerückt. Alles klar. Okay, der ist halt tierisch langsam, ne? Das war aber zu erwarten. Oh, okay. Ich hab sie im Visier. Dann mal los. So, erstmal kurz warten, bis alle da sind. Was ist hier los? Okay, nichts, was meine Leute auch nicht aufhalten könnten. Ja, gut. Wir stoßen da jetzt vor, das ist okay.
Sie sind zu nah. Greif an! So, und jetzt gehen die halt auch ordentlich weg. Oh, verdammt. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Sehr gut. Das war sehr gut. Überschaubar. Ah, guck mal, jetzt haben die da auch größere Schütze noch. Und, Alter. Uiuiuiui. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Nicht nur einen. Aber auf wen kannst du gut schießen? Ja, der schießt irgendwie gefühlt überhaupt nicht. Oh, krass. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die haben mich ja sowas von rund gemacht. Was brauchen wir denn da? Das ist ein Mech-Jäger. Ich dachte, das wäre jetzt brauchbar gewesen, aber nö. Mich denn da jetzt? Motschny macht sich einsatzbereit. Zwei davon vielleicht? Ich sehe hier eine ganze Menge von denen. Die schießen auf Gegner. Hm. Ihr wird nicht gefaulet. Dein Gewehre wird aufgegeben. So, jetzt muss ich schnell Billo-Truppen produzieren. Das kriege ich Problem. Naja, die ist jetzt draufgegangen. Das kann ich jetzt auch nicht dran ändern. Die war ein bisschen weit davor. Ah, kacke, 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 kacke. Die rücken jetzt natürlich vor. Komm schon, feuert. Sehr gut. Gerade so noch gepackt, würde ich mal sagen. Boah, es ist schwierig hier anzugreifen, hier unten. Das sind echt viele. Zieht euch mal zurück, ihr seid nur Medics quasi. Und steht ja nicht wieder auf! Wir stehen unter Beschuss! Fast neuen Mut, Jungs! Der macht ordentlich Damage. Der gefällt mir ganz gut. Davon werde ich jetzt versuchen, mal ein paar mehr zu bauen. Wobei, der hier ist auch nicht vielleicht verkehrt. Oh, kacke, jetzt kommen die doch von hinten. Ganz schlechtes Timing. Rückziehen. Vielleicht muss ich jetzt einfach auch mal vorrücken, ne? Mach das jetzt mal. Panzerbrecher hält sich bereit. Kanone bereit für Befehle. Bringt sie in Stellung. Was brauchen Sie? Stabilisiert das Geschütz. Ganz langsam mal vorrücken. Was brauchen Sie? Wir sehen uns das mal an. Elite Panzereinheit bereit. Koordinaten. So. Kommen immer mehr. Und das ist nicht gut. Im Moment. Panzerter Transporter einsatzbereit. Es ist soweit. Neue Befehle. Los, wir schießen los. Sieht der Plan aus. Bereit für Befehle. Ja,
So, jetzt habe ich hier ein paar Leute drin. Das ist nicht der richtige Gegner. Das ist Quatsch, eigentlich, was ich da mache. Da. Gott, da unten sind jetzt noch ein paar Hansel, das geht schon. Sehr gut. Da hinten wird gekämpft, das muss ich jetzt mal gerade gekappt, nicht gekämpft, das muss ich mal ignorieren, weil die gekämpft wird so rum. Oh, verdammt. Jetzt sterben wir hier die ganze Zeit die Helden weg, aber die kann man, glaube ich, im HQ genau. Und sich wiederholen. So, einmal den hier bitte. Bitte wieder gesund machen. So, euch brauche ich jetzt auch mal kurz. Repariert den hier mal. Ihr geht mit nach vorne. Ah, wobei, nee. Scheiße. Repariere erstmal den, wollte ich gerade sagen. Von was werden die beschossen? Jetzt zählt's. Ich hab die vielleicht von dem. Panzerbrecher hält sich bereit. Macht euch Feuerbereit, ohne bereit von der automatischen Verteidigung beschossen werden. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Panzerbrecher hält sich bereit. Gegner rückt in diesen Sektor vor. Das bleibt mal als Nachhut hier. Weitere Freiwillige. Polanische Kanoniere werden bewaffnet. Feindliche Einheiten nähern sich. Wir sind hier, um zu helfen. Ist das Gebiet sicher? Topf unten! So. Gepanzerter Transporter einsatzbereit. Feuer! Ich will jetzt mal, dass ich hier ein bisschen schneller vorankomme und die Verteidigung zerlege. Einfach mal alles draufschmeißen, was wir haben. Die haben mir halt quasi komplette Echo weggenommen mittlerweile. Das ist nicht gut. Lustigerweise stehen die hier einfach nur rum, das finde ich gut. Sehr gut. Muss mal vorrücken. Du bist AT. Komm, greif du auch mal an. Schnell, 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 schnell. Rückzug, 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 Rückzug. Boah, die haben sich hier festgekeilt. Mal schnell meine Kollegen hier zum Reparieren. Oh, guck mal, das ist ja schick. So, ihr könntet den hier mal schnell reparieren. Guck mal, da sind tatsächlich doch ein paar Gegner. Also doch noch von hinten angegriffen. Ah. Ist irgendwas kaputt? Modifier macht sich einsatzbereit. Irgendwelche Befehle? Wir haben eine Waffenbesatzung von oben. Das ist nicht gut. Das werden Sie bereuen. Beweg dich, du einzelne Schnecke. Kanone bereit. Versuch jetzt einfach mal, die hier ein bisschen vorzubringen. Den hier angreifen, bitte. Lassen Sie hören! Ausrücken! Stationierung bestätigt! Was können wir tun? Arzt ist unterwegs! Hier bitte einmal vorbringen. Haben Sie Befehl?
Angriff. Ja gut, der hat es zerlegt. Warum muss der denn so nah hinlaufen? Das verstehe ich nicht. Wir sind hier, um zu helfen. Eine unserer Einheiten ist einen Rang aufgestiegen. So. Boah, Kacke. Das ist nicht gut. Irgendwelche Befehle? Macht das MG bereit! Wir nehmen langsam unsere Station ein. Neue Befehle für uns? Ja, Hauptquartier wird angegriffen, das weiß ich. Ich rücke jetzt hier trotzdem vor. Einfach draufhalten, bitte. Angriff. Ich kann sagen, zieh dich mal zurück. Ich muss hier mal ein bisschen dicht machen. Wir müssen das schnellstens wieder einnehmen. Und euch bringe ich mal hier hin. Sieht's hier unten aus? Ja. Überhaupt nicht gut. Man muss meine Echo wieder herstellen. Das bockt den überhaupt nicht, dass hier einer steht. Oh Scheiße. Zurück, 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 zurück. Angriff. Ich brauche mehr Ressourcen, sonst ist hier bald Feierabend. Das ist jetzt gerade schon eine sehr intensive Schlacht, aber warum, was machen die denn da schon wieder? Umdrehen. Schneller. Ey, da sind so viele gegnerische Einheiten, das ist zum Kotzen. Ich glaube, da müssen wir uns zurückziehen, ne? Das werde ich jetzt mal schön tun. Feindliche Einheit gesichtet. Verstanden. Sind unterwegs. Was brauchen Sie? Einnehmen, schnellstens. Werkstatt hier. Hier wird nicht gefaulenzt. Noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Mehr muss alles repariert werden. Feindliche Einheit nähert sich. Der ist schon wieder tot. Geben Sie mir ein Ziel. Feuer! Ich glaube, der Zug wäre es am sinnvollsten. Ja, ja, mach ja schon. Zu weit gekommen, um zu verlieren. Also, die Widerstellung beziehen. Neue Rekruten. Anders geht's nicht. Stellung beziehen und dann nochmal neu aufbauen. Wenigstens haben wir gute Waffen. Allein die Vorstellung, mich auf eine Pistole verlassen zu müssen. Feindliche Einheit gesichtet. Was ist das denn jetzt schon wieder? Achso. Haben Sie ein Ziel für mich? Wir müssen mal verteidigen schnell. Oh, jetzt kommen da schon die nächsten Gegner, ey. Der Stolz der Republik. Wir haben jetzt Ihre Aufmerksamkeit. Ich
weiß nicht, wie hoch die muss was erledigt werden? Wie hoch die Kampfreichweite von diesen komischen Raketenviechern ist. Scheint aber nicht ohne zu sein. Mehrere Gegner gesichtet. Bereit zur Zielerfassung. Bringt sie in Stellung. So. Befehl auf Einzelschuss. Sehr gut. Diesmal wird wenigstens sofort gekämpft. Aber ich höre mir jetzt mal den Helden neu. So, du flickst mal ein paar Leute zusammen. Okay, der repariert gerade das Geschütz. Du reparierst mal den hier. So. Weiß halt nicht, ob es jetzt sinnvoll wäre, das tatsächlich dann noch anzugreifen hier unten. Die fallen mir die ganze Zeit in den Rücken. Aber da unten war so viel gegnerisches Volk. Das fand ich schon heftig. So, ihr geht mal hierher und fliegt lieber zusammen. Wenigstens kriege ich die alle relativ schnell dezimiert. Verdammt. Ey, das Ding ist so brutal. Ich finde es tatsächlich gerade ziemlich knackig, ey. Ah, jetzt haben sie die zerstört, ey. Kann der auch mal schießen? Ein bisschen vielleicht. Ich bräuchte halt wahrscheinlich doch nochmal einen mit den durchschlagenden Argumenten. Aber da habe ich gerade einfach kein Geld zu. Ich versuche jetzt mal hier die ganzen Sachen aufzusammeln. Oh, krass. Und jetzt machen sie mir auch die komplette Verteidigung kaputt. Ich glaube, es war tatsächlich ein Fehler, hier unten anzufangen. Ich hätte einfach durchmarschieren sollen. Das war nicht clever. Im Nachhinein. Aber das weißt du dann halt immer erst später, ne? So, einmal verstecken bitte alle. Aber der bewegt sich halt auch keinen Millimeter von selbst. So, vielleicht baue ich jetzt mal hier drüben. Naja gut, der ist jetzt kaputt. Da war ich gerade unaufmerksam. Boah, Alter. Das war aber richtig fies. Das kann ich nicht auf einmal sitzen lassen. Deswegen wird es auf jeden Fall mindestens noch eine Folge geben. Nächste Woche. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Dann schaffen wir das hoffentlich. Tschüssi.